Hallo meine Hübschen, heute mache ich das Video auf Schweizerdeutsch. Ich hoffe, dass meine deutsch sprechende Abonnenten mich ein bisschen verstehen werden. Ich wurde angefragt, ob ich ein Video mache auf Schweizerdeutsch, deswegen dachte ich, mache dieses Mal. Und ja, viel Spaß beim Zugucken. Also, switchen wir auf Schweizerdeutsch. Darf ich euch vorstellen, das ist eine neue Serie, die ich... eine Videoserie, die ich mache. Und zwar wollte ich euch hier ein paar neue Produkte, Marken, die ich entdeckt habe, vorstellen. Vor allem tolle Marken. Und heute wollte ich euch über Lime Crime reden. Lime Crime habe ich eigentlich über Instagram kennengelernt. Und die machen super tolle Lippenstifte. Lippenstift, den ich heute anhabe, ist ein matter Lippenstift und das ist von Lime Crime und ist genial. Ich zeige euch jetzt die. Also, einerseits sehen die so aus. Das sind Lime Crime Velvet Eyes. Und zwar, die sehen aus wie ein Lipgloss. Und, aber sie sind glossig auch nach dem Auftragen, aber wenn sie nachher trocken sind, sind sie richtig matt. Und ich habe, also sie haben nur zwei von denen. Aber ich glaube, sie werden die aufstocken und neue Farben erfinden. Aber jetzt mal Sweetberry, das ist das Hellere, das ist das, was ich jetzt gerade an habe. Das ist so ein Rot-Orange. Und ich muss sagen, diese Farbe ist jetzt ein bisschen zickig zum Auftragen. Weil, ja, es ist nicht gleichmässig. Man muss auftragen, aber es gibt gleich so Flecken, wo man sieht. Also, es tut sich nicht gleichmässig verteilen. Und, aber wenn man es richtig und schichten tut, dann funktioniert das. Also, sehr kleine Zicken. Aber nachher haben wir hier den Red Velvet. Und Ladies, die Farbe ist abartig geil. Also da muss man schnell warten, bis es trocknet. Aber das ist so ein richtiges, intensives Rot. Es nicht gerade ein knalliges Rot, aber so ein, eher so ein kleines, dunkles, ja, kleines, dunkles Rot. Aber so eine schöne Farbe, unglaublich. Also, das würde ich mir jetzt nachher kaufen, wenn es dann fertig ist. Nachher gehen wir zu den Lippenstiften, die normalen. Und schon mal die Verpackung ist so herzig. Und zwar haben die alle so ein Einhorn drauf und die sind alle violett. Und sie duften alle wie die von MAC irgendwie. Ob das echt der gleiche Hersteller ist? Also, die duften sehr gut nach Vanille. Und jetzt, ich habe jetzt zwei Nude-Farben genommen. Entschuldigung. Und zwar, eine ist Coquette. So ein bisschen rosa. Es hat ein bisschen rosa drin, aber auf der Lippe ist es wirklich schön. Und nachher habe ich noch das Cosmo Pop. Das ist so ein bisschen orangelicher. Und das ist eher, das passt eher zu dunklen Typen oder wenn man so einen warmen Unterton hat, so Oliv oder gelben Unterton hat, ist das sehr schön. Sogar vor allem für Südländer. Das ist so eine wirklich ganz spezielle Farbe. Und eben, wie gesagt, die sind alle matt. Aber gleich cremig und sie gleiten wirklich sehr gut auf den Lippen. Und wenn man mal keine Lust hat nach matt, vor allem wenn es so Nude-Töne sind, dann kann man ganz einfach so ein Lipgloss drüber tun. Und das ist genial. Ich habe nachher noch zwei knallige Farben. Und zwar eins ist das Geradium. Das Geradium habe ich schon mal auf Instagram gepostet, das Foto, das ich das gedreht habe. Und das ist so ein richtig Pam-Pam-Pink.
Es ist so ein wirklich. Farbabgabe ist super. Und die haben auch lange auf den Lippen. Natürlich bei der matten Farbe ist es eher so, dass sie sich trocken anfühlen. Und dass man die Hütchen vielleicht auch noch mehr sieht, die Trocknung. Und es empfehlen, bei matten Lippenstiften ein Lippenbalsam drunter zu tun, damit sich die Lippen nicht allzu trocken anfühlen. Und dann ein Retrofurist. Retrofurist, ja genau. Das ist so ein richtiges Rot. Es läutet gerade. Also wirklich ganz schönes Rot. Und eben wie gesagt, die Farben sind der Hammer. Und das ist jetzt gerechnet. Der Red Velvet ist jetzt gerechnet. Und seht ihr, wie matt das ist? Es ist unglaublich matt. Und ich liebe das. Ich liebe den Lippenstift. Das ist einfach genial. Lime Crime ist eine amerikanische Marke. Cruelty Free. Es ist immer eine Sache, wenn man im Ausland Amerika muss bestellen muss. Aber ich kann euch sagen, es gibt keine Zollkosten. Das ist genial. Und Versandkosten sind $10,95. Ich muss sagen, für einen Amerika-Versand ist es nicht schlecht. Und der Versand ist ziemlich schnell gegangen, eine Woche, und dann hatte ich sie schon. Das ist genial und ich bin einfach wirklich hin und weg von diesen Farben. Und ich kann euch die wirklich, wirklich empfehlen. Geht mal schauen. Und auf der Seite, ich habe sie jetzt hier auf der Hand geswatcht, aber auf der Seite seht ihr Swatches auf den Lippen, auf der Lime Crime Seite. Und dann könnt ihr genau sehen, was das für Farben sind. Und ich finde es einfach genial, wie gesagt. Und noch zu den Preisen von diesen Lippenstiften. Es ist so, die kosten 16,99 €. Also in Schweizer Franken ist das etwa gleich. Der Dollarkurs ist gleich. Und ich muss sagen, wenn ihr hier in der Schweiz Drogerieprodukte kaufen, kostet es genau gleich. Und hier habt ihr viel, viel bessere Qualität und viel bessere Produkte, muss ich sagen. Und diese Lippenstifte, die Matte, die sind günstiger, die sind $1 weniger. 15,99 €, wenn ich mich nicht täusche. 15,90 €. Und eben, ich muss sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis ist super. Da kann ich einfach nicht viel mehr sagen. Ich hoffe, euch gefallen diese Art von Video, wo ich euch eben neue Marken. Vorstelle. Ja, gebt mir Bescheid, ob ich weiterhin so Videos machen soll, von Marken, die ich extrem überzeugt bin, die nicht so bekannt sind auf YouTube oder in den Blogs. Und ja, also, und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!